In diesem Video möchte ich dir ein ziemlich cooles OBS-Plugin zeigen, nämlich das Freeze-Filter-Plugin. Und damit kannst du, wie der Name schon sagt, jetzt deine eigenen Quellen einfrieren lassen, Standbilder machen lassen. Das an sich wäre jetzt noch gar nicht so, dass ich sage, boah, mega geiles Plugin, aber das Plugin hat noch so ein paar andere Features, die wirklich, wirklich Spaß machen. Du kannst zum Beispiel nur die Hälfte deines Bilds einfrieren lassen, die andere Hälfte bewegt sich weiter. Da gehen ein paar wirklich lustige und teilweise auch strange Effekte. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wie installiert man das, und ich zeige dir so ein paar Möglichkeiten, was du einstellen kannst. Vorweg gleich, wenn du Streamlabs OBS nutzt, funktioniert das Plugin nicht. Das Ganze ist wie immer nur ein reines OBS-Plugin. Im ersten Schritt musst du das Ganze jetzt natürlich erstmal installieren. Dafür gehst du auf obsprojects.com. Link findest du in der Videobeschreibung und findest dann hier den Freeze Filter. Ich würde dir jetzt empfehlen, auf History zu gehen und Version 0.3.0 runterzuladen. Ich habe 0.3.2 und 0.3.1 ausprobiert, aber irgendwie hatte ich da teilweise einige der Effekte dann nicht mit drin. Deswegen alles, was ich dir jetzt hier in diesem Video zeige, basiert auf der 0.3.0 Version. Also hier einmal auf Download klicken und dann hast du zwei Möglichkeiten bei Freeze Filter, um es zu installieren. Entweder über die Windows Zip Datei, die du dir runterladen kannst, oder den Windows Installer, den du dir runterladen kannst. Wenn du dich für die Zip Datei entscheidest, dann lädt sich einfach diese Zip Datei hier runter mit dem Data und OBS Plugins Ordner. Gehst du einfach auf Entpacken nach. Jetzt musst du den Zielordner für dein OBS raussuchen. Bei mir ist er auf dem Laufwerk D, hier OBS Studios, und dort einfach reinkopieren. Du kannst dir das jetzt hier einmal aufrufen, dann siehst du schon, okay, Data und OBS Plugins, diese beiden Ordner findest du hier auch schon. Also einfach hier in OBS Studio einmal okay drüber kopieren, OBS neu starten, und dann sollte das da sein. Die Alternative mit dem Installer: wenn du den runtergeladen hast, öffne dir den einmal wieder, OBS Zielordner raussuchen, jawohl, dann kannst du hier einmal weiterklicken und dann das Ganze hier installieren. Kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil mein OBS gerade läuft und aufnimmt. Deswegen, wenn du jetzt hier auf Next klickst, installiert das OBS neu starten und dann hast du das Ganze auch. Ich habe jetzt hier ein zweites OBS geöffnet. Bitte nicht erschrecken, dass jetzt hier in der Mitte die Bildqualität ziemlich schlecht ist. Das ist meine ganz alte Streaming-Webcam, mit der ich mal angefangen habe vor einem Jahr. Aber um jetzt hier diesen Filter einmal zu demonstrieren, reicht das Ganze noch. Du fügst jetzt einfach die Quelle hinzu, beziehungsweise hast ja deine Quellen schon im OBS drin. Und wenn du jetzt den Freeze-Filter aktivieren möchtest, einfach Rechtsklick auf die Quelle, Filter. Und wenn du es dann richtig installiert hast, dann hast du hier den Punkt Freeze oder den neuen Filter Freeze hinterlegt. Den einmal aktivieren und dann hast du das erste Standbild sofort. Und jetzt ist das Bild eingefroren, zumindest das von meiner zweiten Cam. Und das Ganze natürlich nur so lange, wie du den Filter aktiv hast. Also wenn ich ihn jetzt hier wieder auf deaktivieren setze, dann bewegt sich natürlich meine zweite Cam ganz normal weiter. Und sobald ich das Ganze jetzt hier wieder aktiviere, ist sie wieder eingefroren. Das an sich, wie gesagt, ist jetzt nicht das absolut Weltbewegende, sondern viel lustiger oder viel spannender wird es eigentlich, wenn man sich hier mal so ein bisschen die Einstellungen anschaut. Wir fangen mal mit den Frames an. Das ist jetzt natürlich auf ein Frame, nämlich ein eingefrorenes Bild. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal zum Beispiel auf 60 hochstelle, dann siehst du, wie sich das Ganze jetzt natürlich dementsprechend anpasst und ich hier einen auf, oh mein Gott, mir wird gerade ein Dämon ausgetrieben. Ja? Ich finde es eigentlich schon ziemlich, ziemlich nice. Du kannst das Ganze jetzt hier zum Beispiel auch mal auf 100 hochsetzen. Du siehst, er passt sich natürlich jedes Mal an, weil er den Filter einmal kurz wieder aktualisiert. Und du hast jetzt hier noch die Möglichkeit, über den Freeze Mode hier unten, das ist jetzt auf Random eingestellt, dir das Ganze in den Loop zu stellen. Du siehst, zack, fängt er wieder von vorne an und einmal wieder von vorne. Oder eben auf Back and Forth. Ja. So. Und das ist jetzt eigentlich auch ganz witzig. Also da kannst du einfach mal ein bisschen mit den drei Modis rumspielen, was dir da am liebsten ist. Wir stellen das Ganze jetzt nochmal auf 1, nochmal kurz deaktivieren, aktivieren. Eine Sache hätte ich jetzt beinahe vergessen. Du kannst im Filter selbst bei Maximum Duration das Ganze auch automatisch wieder ausschalten lassen. Das heißt, du könntest jetzt hier zum Beispiel 5000 Millisekunden eingeben und wenn wir den Filter jetzt einmal aktivieren, friert das Bild einmal ein und in 5 Sekunden aktiviert sich das Ganze wieder, beziehungsweise der Filter deaktiviert sich und dadurch aktiviert sich dein Bild wieder. Ne?
Das kann sehr, sehr praktisch sein, wenn du das Ganze über einen Hotkey an der Tastatur triggerst, Kanalpunkte hast, was das Ganze aktiviert oder das über einen Stream Deck machst, weil dann schaltet sich der Filter, wenn du das möchtest, eben nach dem Zeitraum wieder aus. Ja, und da hast du natürlich auch einen Refresh-Intervall, den du hier eingeben kannst. Allerdings wird hier einfach nur alle 5 Sekunden dann dein eingefrorenes Bild aktualisiert. Also wenn wir das jetzt mal aktualisieren bzw. eingeben und jetzt wird sich alle 5 Sekunden hier, genau, du siehst das, wird jetzt hier das Bild einfach nur geändert. So, das deaktivieren wir wieder und dann haben wir das hier auch noch geklärt. Und jetzt gehen wir mal runter zu der Maske. Wenn du das hier einmal aktivierst, jetzt siehst du auch, okay, der Filter ist gerade jetzt quasi, obwohl er aktiv ist, du siehst, ich bewege mich, liegt daran, weil du jetzt gewisse Teile vom Bild freezen kannst. Und das machst du über diese Regler hier. Und das ist ganz cool. Jetzt machen wir mal hier zum Beispiel von links. Zack, jetzt siehst du das über das Gesicht, sieht man das jetzt ganz gut. Ne? Dass sich jetzt hier im Endeffekt mein Gesicht einmal komplett freest. Oder wir können das Ganze natürlich auch von rechts machen und auch von oben und von unten. So, jetzt habe ich hier, jetzt hast du im Endeffekt im Hauptbild eigentlich nur einen sprechenden Mund. Und meine Augen, mein oberer Teil vom Kopf ist sehr regungslos im Moment. Ich könnte mir jetzt sogar hier auch noch das Ganze von oben drüber dazuziehen. Du siehst dann da, wo sie sich schneiden und jetzt hier, jetzt hast du nur die Augen, jetzt habe ich quasi nur diesen, das ist auch gut, jetzt habe ich nur mein Mittelteil hier einmal gefroren. Also wir haben die Operation erfolgreich durchgeführt, Patient wurde an 2 Seiten durchgeschnitten, wunderbar. Und das Ganze könnten wir jetzt hier noch mit so einem Übergang, wenn du jetzt hier, jetzt siehst du, dass das Ganze sich so ein bisschen, dass das hier so einen, so einen leichten Übergang hat, ne? Man sieht, wie das hier jetzt so leicht, ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber ich glaube, man sieht ganz gut, was ich meine. Je höher ich das aufdrehe, desto weiter nach unten geht das noch mit so einem, ja, fließenden Übergang, glaube ich, kann man ganz gut sagen. So, wir deaktivieren mal diese seltsame Maske wieder, jetzt bin ich natürlich wieder gefreezed. Du kannst das Ganze jetzt auch oben kombinieren. Also, wir aktivieren das Ganze nochmal, den Übergang können wir mal lassen. Und jetzt nehmen wir mal nur das obere, warte mal, den Übergang nehmen wir vielleicht doch nicht ganz so weit. Also wie gesagt, da musst du dich auch einfach ein bisschen spielen, ausprobieren. So, ich nehme mal den Übergang raus, dass wir hier eine klare Kante haben. Ne? Man sieht das jetzt hier, ist jetzt eine klare Kante. Und ansonsten habe ich halt hier diesen, ja, ich nenne das jetzt fließenden Übergang. Wenn das anders heißt, schreibt mir das gerne. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, meinen bewegenden Mund. Und jetzt setze ich mal die Frames einfach nur auf 60. Und jetzt... ist zu gut. So, und jetzt habe ich einfach einen, ja, einen Wackeldackelkopf und mein Mund bewegt sich ganz normal weiter. Das Ganze können wir jetzt auch hier in den Loop mit reinpacken. Also du siehst, du hast hier wirklich einiges an Möglichkeiten, da einfach ein bisschen rumzuspielen und das Ganze auszuprobieren. Ja, jetzt haben wir unseren Übergang wieder. Also, ja, ich finde es ziemlich witzig. Also man kann da schon ziemlich viel Quatsch machen, wenn man einfach hier mal diese Filter mit rüber setzt. Ist sicherlich nicht alles immer vorteilhaft für den Stream, muss man einfach mal schauen, was gut passt. Aber wenn du jetzt hier, wir deaktivieren das mal, wenn du jetzt hier Möglichkeiten hast, gefunden hast, die dir gefallen, dass du sagst, diese Einstellung des Freeze gefällt dir, dann kannst du das Ganze natürlich auch über Kanalpunkte triggern lassen. Kannst du zum Beispiel Triggerfire nutzen. Oder du nimmst dein Stream Deck. Wenn du ein fertiges Stream Deck hast, dann packst du dir da einfach deinen Button drauf. Oder wenn du Touch Portal Iron Board nutzt, dann musst du ja im Endeffekt dort immer nur einen Filter aktivieren, deaktivieren machen. Das kannst du dann selbst auf Knopfdruck machen oder lässt das deine Leute über Kanalpunkte einlösen. Da hast du alle Möglichkeiten. Ich habe dir mal Stream Deck Videos und Triggerfire Videos noch in die Infobox oben reingepackt, falls dich das interessiert. Dann kannst du dir das auch anschauen, wie das funktioniert. Und das war's auch schon. So einfach kannst du mit einem einzigen Plugin ziemlich viel Wahnsinn in deinen Stream reinbringen. Nenn es, wie du willst. Ich find's witzig. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen helfen. Falls dir das Video eine Hilfe war, hilf gerne mir mit einem Daumen nach oben und einem Abo, damit du kein Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten gefrorenen Video. Dog is out. Ciao.